Viele Gitarristen und Gitarristinnen schreiben mir E-Mails mit einer ähnlichen Bitte. Meistens lautet es ungefähr: Ich spiele schon so und so lange Gitarre, habe keine Ahnung von Theorie und ich habe auch nicht vor, da besonders viel zu lernen. Aber was ist denn unverzichtbar? Womit sollte man anfangen und was braucht man, wenn man Gitarre spielt, unbedingt an Musiktheorie? Darum geht es im heutigen Video. Ich zeige dir die wichtigste Sache an Musiktheorie, was du verstanden haben musst, wenn du Gitarre spielst. Bleib dran. Hallo, hier ist Christian mit einem Musiktheorie-Grundlagen-Video. Das heißt, es ist für dich geeignet, wenn du gerade erst mit Gitarre anfängst oder aber auch, wenn du schon viele Jahre Gitarre spielst und dir über Theorie gar keine Gedanken gemacht hast bisher. Das ist wirklich eine Sache, die ich allen empfehlen würde, auch den Theorie-Muffeln. Es geht um die Stufenakkorde der Dur-Tonleiter. Was ist das? Wo kommt das her? Wozu braucht man es? Wie bildet man diese Akkorde? All diese Fragen werde ich jetzt in den nächsten Minuten beantworten. Dazu würde ich dich bitten, schnapp dir auch deine Gitarre. Ich zeige dir die Theorie, nämlich in der Praxis. So absurd das klingt, es ist nicht die reine Theorie, sondern du sollst auch direkt was auf der Gitarre mitmachen, damit sich das besser einprägt. Also, schnapp dir die Gitarre, ich warte so lange und dann geht's los. Als Grundlage für das, was ich hier zeigen möchte, dient uns jetzt mal die G-Dur-Tonleiter. Kein Problem, wenn du sie noch nicht kennst oder noch nicht gespielt hast. Nur für alle, die schon Tonleitern spielen können, G-Dur-Tonleiter wäre ja normalerweise, würde man vielleicht so spielen. Und für den Zweck des heutigen Videos machen wir das Ganze aber so, dass wir die Tonleitern auf einer einzigen Seite spielen. Und zwar nehmen wir jetzt erstmal die sechste Seite. Wir bilden also eine Dur-Tonleiter. Das ist eine feste Folge von Abständen. Eine Dur-Tonleiter ist definiert, dass man da immer zwei Halbtöne weitergeht von einem Ton zum nächsten. Aber es gibt zwei Stellen mit einer Ausnahme drin. Und die sind in jeder Dur-Tonleiter an derselben Stelle. Nämlich immer nach dem dritten Ton der Dur-Tonleiter ist nur ein Halbtonschritt, ist gleich ein Bundabstand und nach dem siebten Ton nochmal. Erster Ton, sagt man auch Grundton dazu, das ist der Ton G. Übrigens, wenn du die Töne hier noch nicht zuordnen kannst, die Notennamen noch nicht kennst auf dem Griffbrett, dazu habe ich vor einigen Jahren ein Video aufgenommen, wie du dir ganz schnell jeden beliebigen Ton auf dem Griffbrett bestimmen kannst. Ich werde es dir hier nochmal verlinken als Infokarte. Schau dir das Video mal an, das macht es noch einfacher. Erster Ton oder Grundton, G. Zweiter Ton, zwei Bünde weiter. A. Dritter Ton, nochmal zwei Bünde weiter. B. Traditionell deutsch nennt man den auch H. Das will ich jetzt hier nicht weiter erklären, das würde zu weit führen, aber wir merken uns B. Jetzt, das war ja schon der dritte Ton. Vom dritten zum vierten ist in der Dur-Tonleiter immer nur ein Halbton Abstand, also der vierte Ton heißt C. Noch ein Ganztonschritt weiter zum fünften Ton D. Noch ein Ganztonschritt weiter zum sechsten Ton E. Noch ein Ganztonschritt weiter zum Ton Fis. Und vom letzten Ton der Tonleiter aus, vom siebten Ton zum nächsten, das ist wieder vom Notennamen her der erste Ton, wirst du gleich sehen, ist es immer noch mal nur ein Halbtonschritt, also von Fis zu G. G hat es ja angefangen, das Ganze. Das ist also schon ein Wiederholungston. Man sagt dazu eine Oktave höher. Wichtig wäre noch mal für die Struktur der Dur-Tonleiter zuerst mal, dass du dir merkst, es sind immer Ganztonschritte, ist gleich zwei Bundabstände mit zwei Ausnahmen nach dem dritten Ton. Eins, zwei, drei. Im dritten Ton geht es nur ein Bund weiter. Und genau so nach dem siebten Ton. Fünfter Ton, sechster, siebter, auch nur ein Bund weiter. So, erster Teil der Übung ist damit schon geschafft. Ich würde sogar sagen, das Schlimmste ist damit schon geschafft. Jetzt geht es ja darum, wie wir die Stufenakkorde aufbauen. Und zwar die einfachsten Stufenakkorde sind drei Klänge. Die heißen so, weil da drei Töne nur drinstecken. Erster Stufenakkord heißt jetzt immer, dass wir vom ersten Ton der Tonleiter anfangen. Und um den ersten Stufenakkord auf dem ersten Ton aufzubauen,
Stellen wir uns vor, wir wollen zu dem Grundton den übernächsten Tonleiterton hinzufügen. Das war ja B. Aber wir können den ja hier nicht hinzufügen, weil er auf derselben Seite ist. Also suchen wir uns ein B auf einer anderen Seite, dass wir es gleichzeitig spielen können. Und der einfachste Weg ist, wir nehmen die benachbarte Seite. Also zum G kommt B hinzu, dass man hier spielen kann. Nochmal die Erinnerung an mein Erklärvideo, wie du die Töne benennen kannst auf dem Griffbrett, dann weißt du einfach, hier ist auch ein B. Du nimmst einfach dieses B. Und die Regel für einen Dreiklang besagt, dass man noch einmal einen Ton drüber schichtet, der wiederum zwei Tonleitertöne weiterlegt. Also wir hatten den Grundton, zwei Töne weiter, den dritten Tonleiterton. Und wir schichten nochmal den fünften Tonleiterton drüber. Das ist D. Den können wir ja aber auch nicht hier lassen, weil wir können ja auf einer Seite immer nur einen Ton spielen. Deswegen suchen wir uns den Ton D auf der übernächsten Seite. Das ist in dem Fall sogar zufällig eine Leerseite. Die vierte Seite. Diese drei Töne zusammen bilden den Stufenakkord, genauer gesagt den Stufendreiklang der ersten Stufe. In dem Fall ist es G-Dur. Wir machen es gleich auch an einem anderen Beispiel. Ein Dur-Dreiklang. Das müssen wir uns merken. Jetzt machen wir dasselbe Spiel von jedem Ton der Tonleiter aus. Vom zweiten Ton, das war ja A hier, schichten wir wieder den übernächsten Ton drüber. B, C, also das C müssen wir drüber schichten und nochmal den übernächsten, das wäre ein E. Die suchen wir uns aber wieder auf den nächsten beiden Seiten, weil es sonst nicht gleichzeitig zum Klingen zu bringen ist. Also den Akkord nennt man A-Moll. Warum jetzt Moll und vorher Dur? Es gibt eine feste Definition von Dur-Akkorden und von Moll-Akkorden. Beim Dur-Akkord habe ich zwischen dem ersten und zweiten Akkordton vier Halbtöne Abstand. So, nochmal zur Erinnerung. Wir haben von G angefangen und zum Zeigen jetzt nochmal auf einer Seite. Vom ersten Akkordton zum zweiten Akkordton sind vier Halbtöne Abstand. Es geht vier Halbtöne weiter sozusagen. Das ist der Grundton, der zählt nicht mit. Aber jetzt 1, 2, 3, 4 Halbtöne ist der Halbtonabstand vom ersten zum zweiten Akkordton. Und vom zweiten zum dritten Akkordton sind es bei Dur-Akkorden immer drei Halbtonschritte. 1, 2, 3. D habe ich hier eingebaut. Also die Formel für einen Dur-Akkord ist Grundton plus vier Halbtonschritte plus drei Halbtonschritte. Und beim Mollakkord ist es umgekehrt. Mehr musst du dazu gar nicht wissen. Beim Mollakkord kommen zuerst die drei Halbtonschritte, 1, 2, 3, also A und C. Und von dem zweiten Akkordton aus vier Halbtonschritte, 1, 2, 3, 4 zum E. Das sind zwei verschiedene Formeln, deswegen heißt der eine Dur-Akkord, der andere Mollakkord. Also wir haben G-Dur auf der ersten Stufe und auf der zweiten Stufe haben wir A-Moll. Auf der dritten Stufe ergibt sich nach demselben Muster jetzt wieder B war der Grundton der dritten Stufe. D ist der übernächste Tonleiterton und Fis ist wieder der übernächste Tonleiterton. Das ist wieder die Formel 3 Halbtonschritte plus 4 Halbtonschritte, also nennt man das ganze Mollakkord B-Moll. Also merken wir uns, auf der dritten Stufe einer Durtonleiter steht immer ein Mollakkord auch, genau wie auf der zweiten. Auf der vierten Stufe ergibt sich vom C aus der übernächste Akkordton, wiederum soll er rein, ist es nicht D, sondern E, also 4 Halbtonschritte. Und vom E zum G sind es dann nochmal 3 Halbtonschritte. Das ist wieder die Dur-Akkordformel, also könnte man sagen, auf der vierten Stufe einer Durtonleiter haben wir immer einen Dur-Akkord. Erste Stufe Dur, zweite Stufe Moll, dritte Stufe Moll, vierte Stufe Dur. Zur fünften Stufe
fange ich jetzt mal an, die Töne abzuzählen von der fünften Seite. Es ist nämlich völlig egal, ich kann das auf jeder einzelnen Seite abzählen, aber dann haben wir mehr Platz als auf der sechsten. Also das ist ja die fünfte Stufe von G-Dur, der fünfte Ton, D. Jetzt nehme ich den übernächsten Akkordton. Das ist dann, der nächste wäre E, der übernächste ist Fis. Und von D zu Fis ist es vier Halbtonschritte weiter. 1, 2, 3, 4. Deswegen sieht es nach einem Dur-Akkord aus. Wir schauen nochmal weiter. Von Fis wieder zwei Akkordtöne weiter. G und A. Ja, das sind in Summe nur drei Halbtonschritte. Also ist das ein Dur-Akkord auch. Und den könnte ich jetzt auch hier spielen. Das war die fünfte Stufe ja schon von G-Dur. Sechste Stufe. Der sechste Ton ist E. Jetzt muss ich wieder einen Akkord bilden, indem ich zweimal einen Tonleiterton überspringe. Nächster Tonleiterton wäre Fis, übernächster ist G. Drei Halbtonschritte Abstand. Übernächster B, ist wieder der große Abstand, die vier Halbtonschritte. Also wäre die sechste Stufe einer Dur-Tonleiter, in dem Fall E, ein Mollakkord. So, und die Ausnahme ist der siebte Akkord, die siebte Stufe. Und da das hier ein Grundkurs sein soll, lassen wir den weg. In Kurzform, hier haben wir zweimal den kleinen Abstand. Es ist weder Dur noch Moll, sondern vermindert nennen wir den. Es kommt aber viel seltener vor als die Dur- und Mollakkorde der Stufen 1 bis 6. Ich habe ja versprochen, es ist das wichtigste Video zum Thema und zu den wichtigsten Dingen am Anfang zählt das nicht. Deswegen lassen wir es weg. Wir ignorieren heute mal komplett die siebte Stufe, weil die Stufen 1 bis 6 sind die, die wir im Alltag brauchen. Okay, wir hatten also jetzt erste Stufe Dur, zweite Stufe Moll, dritte Stufe Moll, vierte Stufe Dur, fünfte Stufe Dur, sechste Stufe Moll. Das solltest du auswendig lernen, dass du nicht immer wieder anfangen musst, es dir herzuleiten, aber du solltest wissen, wo es herkommt und solltest es dir herleiten können, jederzeit. Du kennst vermutlich an diesem Punkt schon richtige Gitarrengriffe für diese Akkorde. Also G-Dur kannst du ja auch zum Beispiel so spielen oder so oder so. Du nimmst jetzt einfach Griffe, die du kennst, dafür, um das nochmal nachzuvollziehen. Ich nehme jetzt mal Barré-Akkorde, weil das für mich am einfachsten zu verschieben ist. G-Dur, A-Moll, B-Moll. Jetzt wechsle ich schon die Saitenkombination. C-Dur, D-Dur und E-Moll. Das sind die Stufen 1 bis 6 einer Dur-Tonleiter. Und die Dur-Moll-Reihenfolge, die ist in jeder Dur-Tonleiter gleich. Um das zu zeigen, fangen wir nochmal von vorne an und machen das Ganze in C-Dur. Die C-Dur-Tonleiter herleiten. Alle, die schon Tonleitern spielen können, die würden das wahrscheinlich ungefähr so machen. Wir müssen wieder, um uns die Akkorde schön sichtbar zu machen, uns erstmal die Tonleiter auf eine Seite legen. Wir nehmen jetzt mal, weil es schöner ist, die fünfte Seite, damit wir die Seite möglichst voll ausnutzen können. Hier haben wir C im dritten Bund. Und nach der Formel des Dur-Tonleiter-Aufbaus sind die weiteren Tonleitertöne jetzt immer zwei Bünde weiter, also Ganztonschritte, außer nach dem dritten Tonleiterton ist nur ein Halbtonschritt und nach dem siebten. Also Grundton, Ganztonschritt zum D, Ganztonschritt zum E, Halbtonschritt, Ausnahme, zum F. Es ist damit ein anderer Ton als bei G-Dur. Bei G-Dur hatten wir ein Fis drin, in C-Dur ist es ein F. Ganztonschritt zur fünften Stufe zum G, Ganztonschritt zur sechsten Stufe A, Ganztonschritt zur siebten Stufe B. Halbtonschritt wiederum zum sich wiederholenden C, zur Stufe 1 eigentlich wieder. Das ist erstmal die C-Dur-Tonleiter auf einer Seite. Und jetzt schichten wir wieder die weiteren Dreiklangstöne drüber, um auf der ersten Stufe einen Akkord zu bilden, einen Dreiklang. Kommen zum C zwei Töne dazu, der übernächste Tonleiterton und nochmal der übernächste. Von C wäre das ein weiter, zwei weiter, E kommt dazu, F, G und G.
C, C, E und G müssen wir jetzt wieder auf drei Saiten uns suchen. G nutze ich auch die Leerseite hier. Wir haben also C-Dur. Wenn wir von denen einen Akkord bilden, kommen die wieder der übernächste und der übernächste dazu. D-F-A ergibt D-Moll. Vom dritten Tonleiterton aus E, der übernächste Ton ist G, nochmal der übernächste Ton ist B, ergibt E-Moll. Also ganz normal, dritte Stufe ist Moll, wie immer. Vom vierten Ton aus, vom F, den übernächsten Tonleiterton, das ist A, und nochmal den übernächsten Tonleiterton, das ist C, ergibt F-Dur. Jetzt ist mir das hier schon zu hoch. Ich wechsle jetzt mal die Saitenkombination gleich. Vom fünften Ton aus G. Hier habe ich also auch ein G auf der D-Seite. Den übernächsten Tonleiterton. Das war ja, nach G kommt A und B. Also B. Dann kommt C, D. Also D. G, B und D ergibt G-Dur. Und die sechste Stufe fange ich an bei A, beim sechsten Tonleiterton. Ein überspringen bin ich beim C, nochmal ein überspringen bin ich beim E, also ist es wieder 3 Halbtöne plus 4 Halbtöne ist gleich Moll, A-Moll. Siebte Stufe, auch hier lassen wir komplett weg. Wir haben also jetzt die Akkorde, ich spiele sie mal in gewöhnlichen Akkorden, wieder wie du sie kennst, C-Dur, D-Moll, E-Moll, F-Dur, G-Dur und A-Moll. Die Akkorde kennst du mit Sicherheit und jetzt weißt du, dass die alle der C-Dur-Tonleiter entstammen. Das ist in vielerlei Hinsicht total wertvoll. Nämlich wenn du eine Kombination dieser Akkorde findest, kannst du sagen, der Song steht in C-Dur. Also die Akkorde E-Moll und F-Dur, die kommen in der Kombination nur in C-Dur vor zum Beispiel. Dann wüsstest du schon, der Song ist vermutlich in C-Dur. Ich kann es auch nochmal in Barré-Akkorden zeigen, dass wir sagen C-Dur, erste Stufe, D-Moll, zweite Stufe, E-Moll, dritte Stufe, F-Dur, vierte Stufe, G-Dur ist die fünfte Stufe. Jetzt wird es mir zu eng, jetzt muss ich es anders lösen. Dann sage ich, der letzte Akkord, A-Moll, ist die sechste Stufe. Nehmen wir den hier. Wiederum siebte Stufe wäre ein verminderter Akkord. Das ist fortgeschrittenen Wissen. Das sparen wir hier aus. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wenn du jetzt noch Interesse daran hast, auch zu erfahren, wie das mit den vier Klängen ist, wie die vier Klänge aufgebaut sind, dann schreib mir das mal unten als Kommentar. Ich kann gerne ein Video mit den vier Klängen noch aufnehmen, wo ich das weiterführe, wenn es dafür ein breites Interesse gibt. Aber die drei Klänge sind erstmal die Basis für den Großteil der Musik, die wir mögen, die wir hören und die wir spielen. Wenn es nicht gerade Jazz ist, dann sind wir mit den drei Klängen erstmal gut bedient. Das war mein vermutlich wichtigstes Video zum Thema Musiktheorie für alle, die Gitarre spielen, egal ob 2 Monate oder 20 Jahre. Aber wie siehst du das Ganze denn? Ist deiner Meinung nach die ganze Theorie verzichtbar? Braucht man das alles nicht? Oder würdest du sagen, Theorie hat dich extrem nach vorne gebracht. Schreib mir mal deine Meinung dazu unten als Kommentar unter das Video. Und wenn es dir gefallen hat und wenn du was gelernt hast, freue ich mich natürlich auch sehr über den Daumen nach oben. Vielen Dank dafür. Bis bald.